Naughty Bär ist sauer, stinksauer sogar. Sein ganzes Leben wurde er von den anderen Bären auf der Insel der Vollkommenheit gemobbt. Als dann auch noch eine große Party steigt und er als einziger nicht eingeladen wird, reicht es ihm endgültig und er sinnt auf Rache. In Naughty Bär für die PlayStation 3 und Xbox 360 flößt er den anderen Bären so viel Angst ein, dass sie sich beinahe den Pelz nass machen. Das erreicht ihr durch Erschrecken oder eben durch die Ausübung von Gewalt. Doch schauen wir uns hier in der Xbox 360-Version zunächst die gewaltlose Variante an. Von hinten schleicht ihr euch an ein Opfer heran und überrascht es dann mit einem lauten Buh. Klingt lustig, ist es auf Dauer aber nicht, da der grummelige Bär nur das eine Soundfall beherrscht. Meist ist Naughty jedoch nicht so nett wie hier. Mit diversen Schlag- oder Schusswaffen will er seinen Artgenossen an den Pelz. Habt ihr einen Bären getötet, bekommt ihr einen Finishing-Move zu sehen, der äußerst brutal ist. Für unseren Geschmack ist das schon eindeutig zu viel. Leider ist Gewalt das wichtigste Element in Naughty Bär. Alternativ kann man die Teddys auch anderweitig erledigen. Hier etwa schleichen wir an ein Bärchen heran, das seine Nase gerade in den Kühlschrank steckt. Ein beherzter Stoß, Tür zu und kurz danach ist das Opfer zu einem Eisklotz gefroren. Hier manipulieren wir einen Grill. Kommt ein Bär herbei und will ihn reparieren, greifen wir ihn von hinten an und drücken seinen pelzigen Kopf auf den Rost. Barbecue! Ihr seht, es gibt zahlreiche Methoden, um die Bären ins Jenseits zu schicken. Allerdings ist das Spiel teils schon stark geschmacklos, da es hier in erster Linie um das Abschlachten der Stofftiere geht. Für das Erschrecken und Töten werdet ihr allerdings sogar noch mit Gemeinsamkeitspunkten belohnt. Mit ihnen schaltet ihr Kostüme, meist Hüte, für Naughty frei, die wiederum seine Attribute ein wenig verbessern. Außerdem hängt von den Punkten ab, welche Trophäe ihr am Ende einer Mission bekommt, also eine bronzene, silberne oder goldene. Die braucht ihr, um Episoden und Kapitel freizuschalten. Naughty Bär ist aus 7 Episoden aufgebaut. Die sind wiederum in einzelne Kapitel unterteilt, die sich jedoch kaum voneinander unterscheiden. Lediglich die Missionsziele ändern sich. So müsst ihr in einer Mission hauptsächlich die Zielperson erledigen, in der nächsten dann alle Bären, die sich in der Landschaft tummeln. Aus diesem Grund wird das Spiel sehr schnell langweilig, da ihr die Episoden mehrmals spielen müsst, um endlich die nächste freizuschalten. Das Spiel bleibt dabei dasselbe. Da machen auch die neuen Aufgaben keinen großen Unterschied. Zwar wurde im Vorfeld immer angepriesen, dass Naughty Bär dem Spieler sehr viel Taktik abverlangt, stimmt tut das allerdings nicht. Ihr müsst lediglich darauf achten, dass die Bären in ihrer Panik nicht die Polizei rufen oder die Biege machen und euch gelegentlich im hohen Gras verstecken. Auch technisch kann Naughty Bär nicht überzeugen. Nicht nur, dass die Grafik an sich schon bescheiden aussieht, zudem ruckelt das Spiel und die Ladezeiten sind unverschämt lang. Auch der Sprecher, der an eine Kindersendung erinnern soll, und Naughtys auf ein einzelnes Buh beschränkter Wortschatz nerven enorm. Zudem ist die Kamera die reinste Katastrophe. Insgesamt geht das Spielprinzip nicht auf, denn Naughty Bär ist weder lustig, noch kann es unterhalten. Falls ihr als Überbleibsel aus eurer Kindheit noch einen Teddybär daheim habt, der diese Bilder gerade mit ansehen musste, solltet ihr ihn jetzt trösten und in die Arme nehmen. Wir wollen schließlich nicht, dass er sich seine kleinen Knopfaugen ausweint.